Hallo und willkommen zu einem neuen Video eures Lieblingsmontis. Nach den vielen, vielen News der letzten Zeit dachte ich mir, dass es mal wieder Zeit für ein etwas aufwendigeres Video wird. Und somit gibt es heute eine Premiere auf meinem Kanal. Dass ich nicht nur über Gaming-Hardware berichte, sondern diese ab und an auch teste, wissen die meisten ja bereits. Aber Monitore habe ich bisher noch nicht genau unter die Lupe genommen. Und da es ja nicht wenige Gaming-Monitore gibt und diese natürlich perfekt zu meinem Kanal passen, wird es auch auf meinem Kanal in Zukunft sicher öfter mal einen Monitortest geben. Zur Premiere hat mir ViewSonic einen schicken Monitor zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank dafür. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch klar machen, dass dieser Test trotzdem 100% objektiv vonstatten geht und es vom Hersteller auch keine entsprechenden Vorgaben gibt. Denn sobald dies geschehen würde, werde ich auf so einen Test definitiv nicht mehr eingehen. Und das verspreche ich euch. Um welches Gerät geht es denn nun genau? Es ist der ViewSonic VX2457MHD, was eine lange Bezeichnung. Ein sehr günstiger 24 Zoll Gaming Monitor mit einem Feature, das in dieser Preisklasse von unter 150 Euro sicherlich nicht ganz selbstverständlich ist. Er beherrscht nämlich AMDs FreeSync Technologie. Und da mir ein Monitor ohne Free oder G-Sync nicht mehr auf meinen Schreibtisch kommt, hat der ViewSonic schon mal die wichtigste Hürde genommen. Wie er sich aber nun mit meinem brutalen Testparcours geschlagen hat, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Die technischen Daten. Und wer meinen Kanal schon länger schaut, weiß genau, dass es zuerst mit den technischen Daten losgeht. Hier stelle ich absichtlich nur die Daten vor, die Fakt sind. Also fallen Kontrast und Reaktionszeit raus, da man hier den Herstellerangaben eigentlich nie vertrauen kann. Wirklich große Überraschungen bleiben in dieser Preisklasse natürlich aus. Als Display kommt ein 24 Zoll großes LCD-TN-Panel zum Einsatz, das eine Auflösung von Full HD, also 1920x1080 Pixeln darstellt. Dies sind natürlich technische Dinge, die für unter 150 Euro gar nicht anders umsetzbar sind. IPS und höhere Auflösung sind hier einfach nicht drin. Genauso sieht es mit der Bildfrequenz von maximal 75 Hertz aus. High-FPS-Spieler gucken sich aber eh in ganz anderen Preisligen um. Hier sind 120 Hertz das absolute Minimum. Dies kann der kleine ViewSonic natürlich nicht bieten. Mir persönlich gefällt es übrigens immer sehr gut, wenn ein Monitor auch Lautsprecher eingebaut hat. Diese sind in der Regel nicht sonderlich gut und müssen es auch gar nicht sein. Aber Gamer zocken eh sehr häufig mit Headset und so kann man ohne Headset trotzdem noch was hören, ohne ein extra Lautsprechersystem nutzen zu müssen. Und die eingebauten Lautsprecher bieten eine Leistung von gigantischen 2x2 Watt. Nachmessen kann ich das natürlich nicht. Anschlussseitig ist der Monitor für die Preisklasse quasi perfekt ausgestattet. VGA, wer braucht das eigentlich noch? HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2 sind an Bord. Noch dazu können per Klinkenstecker noch Soundquellen und Kopfhörer angeschlossen werden. Da der Rahmen nicht zu den extrem schmalen gehört, hat der Monitor auch stinknormale Abmessungen für ein 24 Zoll Gerät zu bieten. Knapp 56x42 cm bei einer Dicke von 4,5 cm sind ganz normal. Diese Werte gelten natürlich mit Standfuß. Dieser kann allerdings auch abgenommen werden, dann ist der Monitor nur noch 35 cm hoch. Und dann müssen gewaltige 4 Kilogramm hochgewuchtet werden, um diesen an die Wand zu schrauben. Der Kraftakt dürfte sich daher in Grenzen halten. Und wie schon im Intro gesagt, gibt es trotz des günstigen Preises doch eine tolle Besonderheit. Der Monitor ist nämlich fähig, AMDs FreeSync zu nutzen, also die Bildfrequenz variabel dem Spielgeschehen anzupassen und damit Tearing zu verhindern. Und dazu gibt es auch noch einen sogenannten Game Mode. Und ganz zum Schluss kommt natürlich noch der Preis, denn der ist wirklich extrem niedrig angesetzt. Schlappe 128 Euro will Amazon für das Teil überwiesen haben. Für einen Gaming-Monitor ist das definitiv nicht viel. Unboxing. Keine Sorge, da ich das Unboxing dieses Mal ins Review-Video integriert habe, werde ich das Ganze relativ schnell abhandeln. Denn es geht ja nur darum zu zeigen, was nun wirklich drin ist im Karton. Und besonders schön ist der Karton schon mal nicht. Pink guckt bei Gamern sicherlich schon mal gar nicht so gut an, aber wichtig ist ja, was drin ist. Hier haben wir den üblichen Papierkram mit einer Quickstart-Anleitung und der Installations-CD. Beigelegt wurde auch noch ein Audiokabel für die entsprechenden Klinkenanschlüsse. Und immer wieder herrlich
ein VGA-Kabel liegt bei. Das ist eins dieser Dinge, die ich im Jahre 2017 einfach nicht verstehen will. Geschätzt so 0,1% aller Käufer dieses Monitors werden ihn wohl per VGA anschließen. 80% per HDMI und 20% per DisplayPort. Man muss jetzt eigentlich kein Mathematikstudent sein, um zu wissen, welches Kabel hier wohl am meisten Sinn ergeben würde. Ja, und das HDMI-Kabel liegt schon bei. Und wo hätte sich der Monty nun am meisten darüber gefreut? Natürlich über ein DisplayPort-Kabel, aber genau das fehlt. Also ViewSonic und auch alle anderen Monitorhersteller, entweder legt ihr ein DisplayPort-Kabel bei oder lasst es gleich sein und vergesst damit auch das VGA-Kabel. Und dann haben wir hier noch das klassische Stromkabel und, welche Überraschung, den Monitor. Und den Standfuß, der übrigens ganz einfach montiert werden kann. Optik und Haptik. Dieses Kapitel kann bei einem Monitor-Review natürlich sehr schnell abgehandelt werden, denn designtechnisch ist bei modernen Monitoren leider extreme Ödnis in Klavierlack schwarz angesagt. Der ViewSonic hebt sich zumindest durch einen wirklich schicken, transparenten Schwung unter dem ViewSonic-Logo hervor. Finde ich eigentlich ziemlich gelungen. Ansonsten gibt es aber, wie gesagt, das natürlich durchaus schicke, aber trotzdem langweilige und unfassbar kratzeranfällige Klavierlack schwarz. Ich persönlich mag es hier lieber nicht so schick und dafür matt. Immerhin gibt es aber noch ein paar silberne Dekostreifen, auch nicht schlecht. Alles natürlich preisklassenüblich aus 100% unverrottbarem Plastik. Okay, das ist alles kein Beinbruch. Verarbeitungstechnisch ist der Monitor auch preisklassenüblich einzustufen und nichts Besonderes. Eine besondere Funktion hat der ViewSonic aber doch noch zu bieten, die ich bei den technischen Daten ganz vergessen habe. Er hat nämlich eine praktische VIP-Funktion eingebaut. ViewSonic, jetzt mal ohne Spaß. Was soll das sein? Das ist mit Abstand der wackeligste Standfuß seit Montys Bestehen. Und das ist schon ganz schön lange. So eine Monitor-Wippe ist auch durch die günstige Preisklasse nicht zu entschuldigen. Als Perpetuum mobile aber durchaus brauchbar. Übrigens gibt es auch noch eine Möglichkeit, den Neigungswinkel einzustellen. Oh nein, das ist diesmal positiv gemeint. Dies wiederum ist nicht immer selbstverständlich. Eine Pivot-Funktion oder Höhenverstellbarkeit sollte aber niemand wirklich erwartet haben. Das Display. Endlich werden jetzt einige Zuschauer sagen, ja, endlich geht es um das, was ein Review auch wirklich ausmacht, nämlich die Praxisqualität und Testergebnisse des verbauten Panels. Es gibt viele schlechte, aber auch sehr viele gute Nachrichten. Ich fange erstmal mit den schlechten Nachrichten an. Die Blickwinkelstabilität des Bildschirms ist, ja, freundlich gesagt, nicht optimal. Unfreundlich gesagt sogar total für den Po. Für mich ist dieser Punkt bei einem PC-Monitor aber eigentlich ja unwichtig, da dieser ja meist nur von einer einzigen Person mit direkter Draufsicht genutzt wird. Von daher ist das also zu verschmerzen. Meine erste Meinung zum Bild, ohne den Monitor durchgemessen zu haben, war aber direkt ziemlich gut. Ich bin wirklich sehr empfindlich, wenn es um Farbtemperatur, Farbstiche etc. geht, aber das Bild schien direkt out of the box kaum Kalibrierung zu benötigen. Und das bei der Farbeinstellung nativ. Auch kontrastmäßig fühlt sich alles eigentlich ziemlich gut an. Ja, die Reaktionszeit des Displays kann ich mangels Messtechnik leider nicht prüfen. Ich kann nur sagen, dass es hier keine negativen Auffälligkeiten gab. Dank der Endpanel gibt es keine Schlieren und der Input-Lag wirkt auch ohne Eingabeverringerung absolut gaming-tauglich. Mit der integrierten Eingabeverringerung ist jedoch tatsächlich noch eine minimale Verbesserung zu merken. Wie diese Funktion aber am Ende arbeitet, ist übrigens gar nicht bekannt. Wichtig ist aber doch eigentlich, dass sie funktioniert. So gesehen ist dieser Monitor tatsächlich auch für sehr anspruchsvolle Gamer interessant, die auch ohne 120 oder 144 Hertz auskommen. Ja, die sind allerdings wohl doch eher die wenigsten. Ein Mangel muss ich aber unbedingt noch ansprechen, der zwar kein klarer Mangel ist, aber in dieser Preisklasse einfach erwartet werden muss. Es geht nämlich um sogenannte Clouding, das selbst bei recht teuren TVs und Monitoren gerne mal vorkommt. Ja, dies hängt mit der Hintergrundbeleuchtung zusammen und hier sieht man je nach Güte mal mehr und mal weniger Wolken bei komplett schwarzem Bild. Hier ist die Serienstreuung oft aber ziemlich enorm, so dass ein Gerät dies zum Beispiel fast gar nicht aufweist und das nächste wirklich extremes Clouding hat. Beim ViewSonic kommt noch hinzu, dass es aufgrund der Edge-LED-Beleuchtung auch noch den gesamten Displayrand erfasst. In der Praxis
Praxis merkt man davon aber halt nur bei extrem dunklen Inhalten in einem dunklen Raum etwas. Natürlich habe ich auch wieder meine Messinstrumente zum Foltern rausgeholt. Und ich habe mit vielem gerechnet, aber sicherlich nicht mit so überraschend guten Ergebnissen. Wie ja schon vermutet, bringt der Monitor gleich out of the box schon ziemlich gute Einstellungen mit sich. Ein On-Off-Kontrast von knapp 1000 zu 1 ist für den Preis wirklich in Ordnung. Leider jedoch ist der Gamma-Wert mit 2,5 bis 2,6 ein bisschen daneben. Das ist für einen Gaming-Monitor aber zu verschmerzen. Genauso wie die relativ schlechten Delta-Werte der Grautreppe. Überrascht war ich jedoch vom RGB-Verlauf. Wie üblich ist dieser etwas kühl mit 7500 Kelvin eingestellt. Stark ist aber, dass dieser wirklich sehr linear verläuft. Alle drei Farben weichen bei zunehmender Helligkeit eigentlich kaum voneinander ab. Und genau das habe ich auch schon vorher ohne Messung gesehen. Keine Farbstiche, ein absolut homogenes Bild mit gutem Kontrast und das, wie gesagt, out of the box. Dass das Farbsegel nicht hundertprozentig bündig ist, ist ähnlich gut zu verschmerzen wie der schon angesprochene schlechte Gamma-Wert. Gamer interessiert das alles halt herzlich wenig. Nun habe ich aber versucht, was denn einstellungsmäßig noch so alles möglich ist. Denn der Monitor bietet hier noch so einige Möglichkeiten und das Ergebnis ist echt verblüffend. Delta-Werte der Grautreppe, die einem Profi-Monitor schon ziemlich nahe kommen, sind nicht ganz vom Pappe. Im RGB-Bereich sieht das natürlich ein bisschen anders aus und auch das Farbsiegel sieht nicht besser aus, genauso wie der Gamma-Wert, der sich einfach nicht der gewünschten 2,2 nähern will. Für anspruchsvolle Fotobearbeitung fällt der ViewSonic trotz allgemein guter Werte deshalb natürlich flach, aber dafür kauft den Monitor eh niemand. Am besten gefiel mir aber die Farbtemperatur bzw. der RGB-Verlauf, der sich fast auf den Punkt korrigieren ließ. Ich bin wirklich total begeistert davon. Dazu sagen muss man aber, dass nach Kalibrierung der Kontrast natürlich ein bisschen nach unten geht. Das ist aber völlig normal und bei fast jedem Bildschirm der Fall. Und zu guter Letzt gibt es auch noch den angesprochenen Game-Modus, der allerdings nirgendwo dokumentiert ist. In der Anleitung wird dieser quasi gar nicht erwähnt. Also eigentlich ein Unding, wenn man bedenkt, dass dieses Feature ja extra hervorgehoben wird. Wie es aussieht, sind das aber einfach simple Presets mit extrem Kontrast, Helligkeit etc. Also alles kann man eigentlich auch selbst im Menü einstellen. Der Game Mode stört sicherlich nicht, aber ich habe ihn eigentlich nie verwendet und einfach meine persönlichen Einstellungen genommen. Das Menü. Und wieder gibt es was Positives und leider auch Negatives zu berichten. Zum Positiven. Erst sehr ungewohnt, aber auf Dauer eigentlich relativ praktisch, sind die Bedienknöpfe hinten am Monitor, die man aber natürlich von vorne erreichen kann. Mir gefiel die Steuerung damit relativ gut. Ja, das war's schon mit dem positiven Ding. Denn derjenige, der das Menü entwickelt hat, gehört eigentlich ohne Abendessen ins Bett geschickt. Es ist völlig unübersichtlich, überfrachtet mit zu kleiner Schrift und dazu noch unlogisch strukturiert und trotz der praktischen Knöpfe unheimlich schwer bedienbar. Nur gut, dass man das Menü eines Monitors relativ selten benötigt. Mir gefällt es nämlich überhaupt nicht. Allgemein muss man das Menü dann aber doch irgendwie wieder loben, denn einstellen kann man hier wirklich nahezu alles, was man will. Und das ist ja eigentlich dann auch wieder das Wichtigste an einem Menü. Das Fazit. Und wie zu erwarten ist der ViewSonic VX2457 MAD natürlich nicht perfekt. Einen perfekten Monitor für 129 Euro gibt es aber von keiner Marke in unserem Sonnensystem. Daher sollte jedem klar sein, dass man für so wenig Geld keine Perfektion erwarten kann. Gute Qualität aber durchaus. Denn mich hat der Monitor im Großen und Ganzen eigentlich positiv überrascht. Das Bild ist klasse und die wichtigen Dinge für einen Gamer wie Input-Lag und Schlierenfreiheit sind vollgegeben und noch dazu ist ein AMD-Freezing-Feature integriert. Mit Nvidias G-Sync wohl einer der besten Monitortechnologien der letzten Jahres. Ich will nie mehr ohne. Für den reinen Profi-Gamer gibt es hier eigentlich nur einen einzigen Nachteil, der allerdings schon gravierend ist. Nämlich der, dass der Monitor in der nativen Auflösung ab Werk halt nur mit maximal 75 Hertz läuft. Und für einen ambitionierten Gamer ist das schlicht zu wenig. Hier gibt es allerdings noch Möglichkeiten, den Monitor noch so ein bisschen zu pimpen. Dies gilt übrigens auch für die Freezing Range. Allen anderen kann ich diesen Monitor trotz diverser Mängel aber nur ans Herz legen. Die Mängel kennt ihr ja nun und wenn ihr mit diesen leben könnt, werdet ihr definitiv zufrieden sein. Besonders natürlich, wenn man den günstigen Preis zugrunde legt. Es gibt zwar ähnlich gute und günstige Monitore am Markt, aber nicht wirklich viele und es reicht nicht mit Freezing. Und hier noch die Pros und Kontras in der Übersicht. Pro, extrem günstig. Tolles Bild out of the box. Sehr gut kalibrierbar. Niedriger Input-Lag. AMDs FreeSync an Bord. Geringer Stromverbrauch. Eingebaute Lautsprecher. Kontra,
extrem wackeliger Standfuß, relativ starkes Clouding, nur 75 Hertz, Menü überfrachtet und schwer bedienbar, kein DisplayPort-Kabel im Lieferumfang, schlechte Blickwinkelstabilität. Und falls ihr zuschlagen wollt, nutzt doch möglichst meinen Amazon-Link in der Videobeschreibung. Mich unterstützt ihr damit ein wenig und preislich habt ihr keinen Nachteil, versprochen. Ein Hinweis noch, diesen Monitor gibt es auch in 22 und 27 Zoll. Diese verlinke ich auch noch unter dem Video. Jedoch kann man dieses Review nicht auf diese Monitore übertragen, da diese natürlich andere Panels benutzen. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende dieses Reviews. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit die Kaufentscheidung etwas erleichtern oder gar erschweren. Und nun meine Frage, kommt so ein günstiger Gaming-Monitor für euch überhaupt in Frage? Schreibt mir eure Meinung doch mal bitte unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Review gefallen hat, dann ab mit dem Mauszeiger auf den Like- und Abo-Button. Denn auf meinem Kanal gibt es regelmäßig News und Reviews zur neuesten Gaming-Technologie. Und hier auf meiner Endcard gibt es noch weitere Videos von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.